Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozor hier. Und heute werde ich euch das wohl beste Free-to-Play-Team momentan im globalen Dokkan Battle zeigen. Im japanischen Dokkan Battle ist natürlich das Elegino-Team. Aber, wie gesagt, wir sind auf dem globalen Dokkan Battle und dieses Team steht für jeden zur Verfügung. Aber außen vorweg, Free-to-Play-Charaktere. In der Regel würde ich jeden empfehlen, jeden Free-to-Play-Charakter auf SA10 zu bringen. Jeden, den es im Spiel gibt, jeder, der gerade online ist, irgendein Storyman und so weiter und so fort, holt ihn euch und holt sie euch und bringt sie in der Regel halt erstmal auf SA10. Ja, sie sind Free-to-Play, für jeden stehen sie zur Verfügung, deswegen erfarmt sie euch kurz und gut ist. Ob ihr die Dupes öffnet und sie auf 100% bringt, eigentlich würde ich das bei keinem Free-to-Play-Charakter empfehlen. Ihr könnt das natürlich machen, hängt von euch ab. Aber erfarmt sie auf jeden Fall auf SA10. Beziehungsweise ja, farmt sie euch und bringt sie auf SA10. Zweitens, wozu braucht man Free-to-Play-Charakter? Wozu braucht man ein Free-to-Play-Team? Nun, zuallererst, die Hauptaufgabe von so einem Free-to-Play-Team ist, gegen die LR-Events, wie die von LR Freezer und LR Goku. Denn dort könnt ihr nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen, die aus einer Stage droppen. Ja, also nicht die wir bekommen haben durch Mission oder sonst was oder einfach so durch Login. Nee, sie müssen aus einer Stage droppen. Und dieses Team, was ich euch zeigen werde, da droppen alle Charaktere aus der Stage. Heißt, Hauptfunktion von so einem Free-to-Play-Team ist eben, gegen diese LR-Events anzutreten und dort die Medaillen zu farmen. Und das Team, was ich euch gleich aufzeigen werde, ist, wie gesagt, aktuell das Beste. Aber ihr könnt so ein Free-to-Play-Team natürlich auch bei jedem anderen Event benutzen. Sei es bei einer Quest oder zum Medaillenfarm, wie zum Beispiel bei Universe Survival Saga mit dem Drop-Effekt, mit der Drop-Rate. Auch bei Dokkan-Events, aber nicht bei jedem Dokkan-Event wird das Free-to-Play-Team bestehen. Vor allem nicht von Ultra Instinct Goku momentan. Das ist fast unmöglich. Es sei, vielleicht ist da ein bisschen Hoffnung, wenn das ganze Team auf 100% ist und euer Friend auch. Aber sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Anyways, wie gesagt, das wären die Hauptfunktionen von den Free-to-Play-Charakteren von dem Free-to-Play-Team. Ich zeige euch jetzt mal das Team momentan, was man im globalen Dokkan Battle holen kann. Sieht folgendermaßen aus. Das Team ist in der Hinsicht gut, weil A, ja, jeder Charakter steht jedem zur Verfügung, momentan aktuell auch. Also jetzt momentan könnt ihr euch alle erfarmen, außer Kaba leider. Kaba kann man erwecken, sein Event war vor kurzem online. Aber die Synergie in diesem Team ist 1A, weil alle Charaktere sind von der Universe Survival Saga und der Leader, der Free-to-Play Ultra Instinct Goku, ist der Leader von diesen Charakteren. Er gibt dieser Kategorie Key plus 2 auf HP Rang und F 30%. Er macht Supreme Damage als Free-to-Play Charakter, bekommt 80% auf den Angriff und gibt Universe Survival Saga Kategorie Charakteren Key plus 3. Also die Synergie in diesem Team ist 1A. Werden wir gleich weitersehen. Kaba, wie gesagt, er ist quasi wirklich sehr, sehr gut in diesem Team, macht auch Supreme Damage, bekommt 80% waren es auf den Angriff, richtig, wenn er eine Ulti macht und die Chance, dass sein kritischer Treffer sich erhöht, beziehungsweise steigt, erhöht sich pro Universe Survival Saga Charakter in dem Team um 7%, heißt mit dem Friend sind das bei 49%, so einfach, Free to Play, GG, Crit Chance. Also wirklich sehr, sehr gut diese Unit, Kaba an sich. Dann haben wir Kayle, 1A Supporterin für dieses Team, macht auch Supreme Damage und verringert die Verteidigung des Gegners. Sie ist jedoch eine Supporterin. Sie gibt den Universe Survival Saga Charakteren Key plus 2 auf Attack und F 30%. Aber ihr merkt schon, das ist schon so die neue Schiene der Free-to-Play Charaktere, weil ihre Boosts sind echt nicht schlecht. Dann haben wir Kalifla. Kalifla ist auch 1A in diesem Team. Denn sie macht auch, also, mich erschrocken gerade, dass sie das Supreme Damage macht. Aber ja, wie gesagt, die neue Schiene der Free-to-Play Charaktere macht nicht nur Supreme Damage, sondern erhöht auch ihre Verteidigung 30% für eine Runde. Ihre Passive ist sehr, sehr gut. Nämlich, sie bekommt pro Universe Survival Saga Charakter in dem Team 20% auf den Angriff, Maximum ist 80 und die Dodge-Chance von ihr erhöht sich um 15%, Maximum 60%. Genau. Dann haben wir noch so quasi die zwei bösen Angel Golden Freezer hier an der Stelle. Macht ebenso Supreme Damage, erhöht den Angriff für 3 Runden und Attack und Net plus 40%, Key plus 4 und Attack plus 40%. Weitere zusätzlich bekommt er dazu, wenn er gegen 2 oder mehr kämpft. Ja, das ist so eine Sache, 2 oder mehr. Bei den LR-Events kämpft man nicht gegen 2 oder mehr, aber wenn man sie benutzt für beispielsweise Dokkan-Events oder bei Story-Events, dann ist es schon wahrscheinlich, dass man da gegen 2 oder mehr kämpft. Und auf der anderen Seite mit ihm quasi als Linking Buddy, dieser Angel Freezer, macht ebenso Supreme Damage und verringert den Angriff des Gegners. Er bekommt Key plus 3 und Attack mit 50% für 7 Runden von Anfang an. Woher bekommt ihr diese Charaktere? Alle bekommt ihr aus dem Storyland. Ich werde es gleich zeigen. Außer diesen Angel Freezer hier. Diesen Angel Freezer droppt aus Stage 1 vom Angel Golden Freezer Dokkan Event.
Dort könnt ihr ihn euch erfahren, wie gesagt, auf Stage 1 droppt dieser Dude. Das Asian Golden Freezer Dunkel Event ist immer mittwochs online und Samstag. Und die anderen Dudes werden wir mal kurz anschauen, wo ihr die bekommt. Das zeige ich euch gleich, die sind nämlich momentan online. Außer das von Kaba. Das von Kaba bzw. Kaba selbst bekommt man von Story Event Universe 7 gegen 6. Ist momentan offline, wie gesagt, aber ihr könnt euch seine Medaillen jetzt schon erfarmen. Genau, Ultra Instinct Goku, wie gesagt, und ja, Ultra Instinct Goku, sowohl Ultra Instinct Goku, auch Angel Gohan, Freezer und Kalifla geben 100% auf die Esse ihrer anderen Karten, also ihren Dokkan Exodus Karten, beziehungsweise Agility Kalifla. Ich habe glaube gerade Kefla gesagt, ich meinte natürlich Kalifla. Ihr müsst euch, wenn die auf SE1 sind, 9 Stück euch von denen holen, auf UR-Bomben awaken und dann geben sie 100% für die anderen Dudes. Genau, Goku hier, Stage 3 droppt der, wie gesagt, der wird zu Ultra Instinct Goku. Das sind auch Free-to-Play-Charaktere, aber die ich euch aufgezeigt habe, sind im Team besser. Dieser Dude wird zu Asian Golden Freezer und da sind die Medaillen von beiden, könnt ihr euch erfahren. Jeweils 20 Stück braucht ihr. Und die neuesten Charaktere bekommt ihr aus dem neuesten Event, nämlich, wenn ihr das Ganze hier seht, auf Stage 2 droppt Kalifla, wird zu Kalifla Super Saiyan, K wird zu Super Saiyan 2 Kill. Das sind die Kawa-Medaillen und das sind die Medaillen der zwei Girls. Anyways, so viel zu dem Team selbst. Wir werden es dennoch das Team auf jeden Fall mal bei einem Dokkan-Event testen. Aber wie gesagt, Hauptfunktion dieser Charaktere ist wirklich so für LA-Events erstmal vorneweg oder für jedes andere Event. Dennoch werde ich euch zeigen, die Synergie in diesem Team ist wirklich sehr, sehr gut, weil es einfach Charaktere derselben Kategorie sind und sich gegenseitig mit den Pads aushelfen. Wir gehen in den Dokkan-Event rein, aber in einem älteren. Also das von Ultra Instinct Goku werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Also garantiere ich euch. Es sei denn, einer von euch hat es geschafft. Aber da müssen die Charaktere schon wirklich jeder auf 100% sein. Anyways, sei es drum. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einem Event. Bis gleich. Alles klar, wir sind im Event vom Strength Cell. Es ist ein Dokkan-Event, was nicht ganz so alt ist, was nicht ganz so neu ist. Irgendwie in der Mitte. Und diese Events sollten machbar sein. Die älteren so oder so. Die neuen, schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, Hauptfunktion des Free-to-Play-Teams ist, gegen LA-Events anzutreten. Alle anderen Events kann man auf jeden Fall auch mal versuchen. Das werden wir jetzt machen. Und ihr seht schon, ich habe einen Jiren dabei. Klar, unser Team ist zwar Free-to-Play-Team, aber das hindert uns in den Dokkan-Events nicht daran, einen Friend zu nehmen, irgendjemanden. Und in dem Fall ist Jiren am besten dafür geeignet, Logo. Denn er gibt auch den Universe-Survival-Saga-Charakteren Key+3 auf jeden Fall 120%. Wichtig wird auch hier sehen zu sein, die Synergie der Charaktere. Wir bekommen overall von den beiden Links, von den beiden Leadern nur Key+2 Double, also Key+4 für das ganze Team, aber ihr seht schon, dieses Team synergiert wirklich sehr, sehr gut. Alle Units kommen da auf ihre Ulti. Woran liegt das? Ja, weil sie eben gut synergieren. Das ist kein Hexenwerk, da muss ich euch nichts verzählen. Sie linken sich sehr, sehr gut. Die Links sind Tournament of Pausen vertreten, Universe 6 und. Also, daher ist das quasi momentan im globalen Dokkan-Battle das beste Free-to-Play-Team. Ihr seht schon, ein Free-to-Play-Charakter bekommt so wenig Schaden bei einem Dokkan-Event. Und hier ist natürlich dann wieder gut. Freezer's Passive aktiviert sich, weil wir gegen zwei oder mehr Charaktere kämpfen. Supporterin Kalifla. Kalifla sage ich. Kale, Super Saiyan 2 Kale. Ich komme mit den Namen so durcheinander. Ist auch mit am Start. Die Rotation ist nice. Die werde ich wahrscheinlich auch so behalten. Denn diese beiden linken sich sehr, sehr gut. Und zwar machen wir das natürlich so. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Naja, sei es drum. Und Freezypop kann mal da irgendwo jemanden angreifen. Genau, ihr seht schon, unser Leben sind 134.000, also wir müssen auf jeden Fall aufpassen und uns mit Items aushelfen und das sehr nicht unterschätzen, auch wenn es so eines der älteren Dokkan-Events ist. Dennoch müssen wir auf jeden Fall, nice Dodge, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, aber im Vordergrund steht wirklich die Ulti-Sky von Kaba, die haben wir richtig geil gemacht. Komm schon, Kritte. Ah, schade. Aber sie machen gut Damage auf jeden Fall. Ihr dürft nicht vergessen, wir bekommen 120% von Jiren und nur 30% von Uigoku, also 150% insgesamt Key+4. Dennoch bekommen wir gut unsere Key, wir haben da kaum Key-Probleme. Liegt wie gesagt an der Synergie. Aber, jetzt mal weg von der Synergie, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich wirklich vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Also habe ich gesagt, man muss auf jeden Fall auch mit Items aufpassen, weil es ja quasi ein Dokkan-Event ist. Ich nehme mal gerne Double Heal mit. Dann Ghost Usher bei so standardgemäß und Ikarus, wenn ich ehrlich bin. Natürlich passen die letzten beiden Slots dann je nachdem an, gegen wen ich kämpfe, aber das sind so quasi, ja, die Standard-Items, die ich da mitnehme. So, Delay, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist eine nice Rotation und zwar machen wir das Ganze so. Boom, das sind jetzt quasi Universe 6 Charaktere und ihr seht wirklich, wirklich, wir haben keine Key-Probleme. Ihr dürft das nicht unterschätzen, wir bekommen nur Key+4. Ja, dass man eine Ulti macht, braucht jeder Charakter 12 Key. Und wir haben hier immer Full Key, obwohl wir nur vorneweg Key+4 bekommen, aber das liegt zum allerletzten Mal.
Was? Halbe Millionen von Kaba mit einem Crit in der Konstellation 150% auf jeden Angriff. Auf jeden Attribut. Ihr seht schon, in dem Early-Event werdet ihr wirklich gar keine Probleme haben. Wirklich. Aber ich habe total vergessen, von was ich geredet habe. Ich konzentriere mich immer darauf, einfach mal hier zu spielen, weil ich habe eigentlich schon alles gesagt, was man zu dem Team sagen muss. Was ist an dem Team so geil? Schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst wahrscheinlich, ich will es nicht wieder wiederholen. Hat Jiren ihn gestunt? Natürlich nicht. Jiren lassen wir natürlich in der Rotation mit Ultra Instinct Goku am besten, weil... okay, Freezer bekommt da zwei Angriffe, das könnte wehtun. Wir hin uns mal. Weil sie linken sich sehr, sehr gut, beziehungsweise... Oh Gott, ich hab's wieder gesagt, sorry. Aber als Duo sind sie gut in diesem Team, Ultra Instinct Goku und Jiren. Gerade die Power geben sich zum Beispiel. In der anderen kann man lassen Kaba mit... okay. Kaba mit Kalifla. Oder je nachdem, Angel Freezer mit Angel Goku Freezer. Geht natürlich auch. So. Wenn man was Ultra Instinct Goku drauf hat. Falls ihr euch fragt, Ultra Instinct Goku, lohnt der Dude... Das könnte jetzt wehtun, wenn Freezer das nicht überlebt. Weil Freezer Typen macht sein. Okay, das reicht noch. Falls ihr euch fragt, Ultra Instinct Goku ist auf 100% gut, lohnt es sich auf 100%. Ich habe dazu ein Video gemacht. Schaut auf der Playlist Dokkamer Showcase vorbei, da werdet ihr das Ganze finden und könnt euch dann selbst ein Bild dazu machen. Das ist ein japanischer Dokkametal. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Alright, so, diese Runde hätten wir überschatten. Die nächste wird interessant, weil wir da gegen den Strength Cell kämpfen. Jetzt haben wir gegen Tech gekämpft, danach gegen den Strength und den sollte man nicht unterschätzen. Wir brauchen da Jiren Stun, wenn ich ehrlich bin. Der hat noch nicht einmal gestunt. Let's go, Jiro. Hau uns Stun raus. Natürlich kein Stun. Natürlich kein Stun. Aber wir müssen dennoch das Ganze hier... Ne, wir aktivieren den Ikarus. Aktivieren den Ikarus, weil nächste Runde haben wir Agility Freezer dabei. Das ist sehr, sehr gut für uns. Er hat einen Typenvorteil immerhin. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir knapp rausgehen oder ob wir das noch irgendwie gut überleben. Weil... Ist immer noch ein Dokken, man soll es nicht unterschätzen. Klar, Jiren tankt da 1A. Er hat Attack und Def 120%. Der Ulti wird natürlich wehtun. Wir haben auch Ikarus aktiviert, Gott sei Dank. Aber ist wichtig, müssen wir mitnehmen. Schaden, von Schaden her müssen wir gucken, wer hier Schaden macht, wie wir an Schaden kommen. Jiren natürlich sehr gut, nimmt ihn einen Balken, Ui Goku er nicht. Ich habe ihm keinen Jutsu gegeben, gar nichts, habe ihn auf S10 gebracht hier auf Global. Und, ja, Kalifla. Kalifla, ich komme mit den Namen die ganze Zeit durcheinander. Kalifla, K, Kefla, die heißen alle gleich. Das war natürlich Super Saiyan 2K. So, das ist jetzt gut. Oh, genau, so werde ich es lassen wahrscheinlich, weil... Kalifla... Please dodge, please dodge, please dodge, come on girl. Natürlich heben wir uns noch zu aller Sicherheit, wir haben sehr wenig HP. Aber ich will auf jeden Fall das schaffen, ich will das Dokument schaffen, weil dann werde ich euch auf jeden Fall damit zeigen können, dass man das ziemlich unterschätzen sollte, auch wenn es Free-to-Play ist. Auch wenn die Hauptaufgabe wirklich ist, die LA-Events zu machen, trotzdem schafft man damit einige Dokument-Events. Natürlich nicht alle, vor allem die neuesten nicht, aber so ältere auf jeden Fall, so die in der Mitte sind zwischen alt und neu, so wie Strength Cell zum Beispiel. Dodge, 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 dodge. Nein. Ja, nein, ja. Ja, nein, ja, nein. Ich wusste nicht, ob sie dodge oder nicht. Kritte. Kabas Ulti ist richtig geil. Komm schon, Kaba. Tu's für deinen Meister Vegeta. Ah, schade. Schade, schade, schade. Oh, da hinten hielt der... Oh, Dokamode. Dokamode auf Jiro auf jeden Fall. Er hielt sich zwar da hinten, aber wir kriegen... Nein, wir kriegen keinen Dokamode. Aber ich will nicht, dass er sich hielt. Wir aktivieren Ghost Rusher. Ich will nicht, dass er sich hielt. Oder hat Jiren ihn gestunt gehabt? Nope. Ne, ich will nicht, dass er sich hielt. Auf keinen Fall. Das würde sonst zu lang gehen. Das wäre nervig. Wir wollen es beenden. Ich glaube, die Runde beenden wir jetzt nicht. Wenn dann dafür die Nee. Ja, okay, wir müssen mit einer Super Attack nächste Runde beenden. Oder vielleicht... Komm schon, Freezer. Nein, schade, schade, schade. Aber wir beenden es natürlich. Ja, komm, lass mal eine Supporterin an. Boom. Ja, auch wenn es ein Dokkamot wird, dieser Dokkamot wird irgendwie sinnlos. Ich lasse den Dokkamot auf jeden Fall durchrushen. Ich fasse sie dann noch zusammen, wenn wir, ja, lasse den Dokkamot durchrushen, weil das bringt nichts, das würde nur in die Länge ziehen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Free-to-Play-Team momentan das Beste im globalen Dokkametal 1A, weil ihr könnt sie euch holen auf SE10 erfahren, ja, was Free-to-Play-Charaktere Logo sind. Sie sind Free-to-Play-Farmer für jeden, aber was sie hier, beziehungsweise was hervorsticht, sind
ist zum allerletzten Mal die Synergie dieses Teams. Alle Charaktere sind aus der Universe Survival Saga Kategorie. Alle geben sich dementsprechend sehr gute Linkskills, die Pässe synergieren miteinander von Khalifa, Kaba, von Ui, Goku und so weiter und so fort. Da habt ihr es, Leute, wenn ihr so ein Free-to-Play-Team braucht für Elevents, das ist wirklich das beste Team momentan, was ihr spielen könnt. Die älteren Teams könnt ihr natürlich auch spielen, zum Beispiel Tag-Team mit Super Saiyan 3 Angel Goku und den ganzen Strike-Charakteren Bulma. Aber diese synergieren und linken sich nicht so gut wie dieses Team. Von daher hoffe ich, es hat euch alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.